Hallöchen, meine Lieben, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem neuen Video. Ich sitze hier heute mit meinem Handy bewaffnet, denn da sind die Fragen, die ich heute beantworten werde. Denn es geht heute um den Booktuber Behind Tech. Den habe ich bei Lena gesehen und fand den richtig, richtig cool und bin gespannt, ob er euch gefallen wird. Ich habe heute leider wieder leichte Lichtprobleme. Mal scheint die Sonne, dann ist wieder eine Wolke da. Also, wenn sich das hier so ein bisschen ändert, liegt es leider daran. Genau, es sind 10 Fragen, die ich beantworten werde und ich hoffe, ihr freut euch drüber. Und Frage 1. Welches Wort fällt dir zu deiner Person spontan ein? Perfektionistisch. Also ich bin gerne verpeilt oder mal ein bisschen verstrahlt, aber wenn ich was mache, dann will ich es richtig machen. Also sei es mit den Videos, dass ich mir da gleich eine Kamera, eine Softbox und so weiter gekauft habe, auch obwohl viele gesagt haben, kannst du auch erstmal mit dem Handy machen, guck, ob es dir gefällt oder so, aber nein, ich wollte das gleich richtig machen irgendwie. Oder auch mit meinem Bücherregal. Ein kleineres hätte es ja auch getan, aber nein, es musste was Großes sein und es muss ein richtiges Regal sein und so. Also ja, ich lege halt schon Wert drauf, dass wenn ich halt was mache, dass ich es richtig mache. Und ich finde, das ist Perfektionismus. Frage 2. Was machst du hauptsächlich neben YouTube? Also gelernt habe ich mal Bankkauffrau. Und dann sind mein Freund und ich von Nürnberg in die Nähe von Stuttgart gezogen. Und hier arbeite ich in einem ja, Groß- und Außenhandelsbetrieb für Edelstahlrohre, die wir quasi in Italien einkaufen und in Deutschland verkaufen. Also eigentlich was ganz anderes, als ich eigentlich gelernt habe. Aber mir macht es unglaublich viel Spaß. Und es ist halt einfach was ganz anderes als auf der Bank und ich bin so froh, dass ich das machen darf und so nette Kollegen habe und so. Also, das klingt jetzt so geschleimt, aber ich bin einfach froh. Natürlich gibt es Momente oder Tage, wo man sich denkt, die hat aber, glaube ich, jeder. Die hatte ich als Schüler, die hatte ich in der Sparkasse, also als Bankkauffrau. Und die habe ich natürlich auch heute noch. Nicht jeder Tag ist gleich, aber mir macht es einfach wahnsinnig viel Spaß. Warum Booktube? Warum Bücher? Also, ich habe als Kind oder als Jugendliche sehr viel gelesen, weil ich einfach nie mega viele Freunde hatte, mit denen ich mega viel machen konnte. Und ja, ich mich dann oft halt in diese Bücherwelt zurückgezogen habe. Und dann bin ich durch meinen Freund drauf gekommen, mal auf YouTube zu gucken, ob es da Leute gibt, die über Bücher sprechen. Also mein Freund zockt viel LOL und so ein Kram. Ich kenne mich da auch nicht so aus. Und guck dazu halt auch YouTuber. Und dann habe ich mir gedacht, naja, eigentlich gibt es ja auf YouTube alles. Da gibt es bestimmt auch Leute, die über Bücher sprechen. Und tada, da waren sie alle. Und habe ich mir das immer angeguckt, das fand ich total cool. Und war immer so das kleine Fangirl, bin ich auch heute noch. Und habe dann mal geguckt, oder bin dann halt so drauf gekommen, weil ja dann alle gesagt haben, ja, guck bei mir bei Instagram vorbei. Und bin dann quasi da so ein bisschen drauf gekommen, habe aber alles noch mit meinem privaten Account gemacht. Und als wir dann, also mein Freund musste dann mit mir mit, und zwar auf die Buchmesse nach Frankfurt, und das war im Oktober 2018, und da war dann Booktuber-Treffen. Und ich stand da so wie so ein falscher 50er irgendwie, weil ich mir dachte, naja, ich gehöre irgendwie gar nicht so richtig dazu und ich gucke ja immer nur, aber ich mache ja nichts. Und dann stand da Lena. Und dann bin ich so zu Lena hin und habe sie so angetippt und habe gesagt, Hi, ich gucke gerne deine Videos. Und ich glaube, hat uns einer zugeguckt, der hat wahrscheinlich gedacht, ich habe einen an der Macke, weil ich halt kein gerades Wort rausgebracht habe. Und also, es war einfach so, ich kann es gar nicht richtig schreiben, es war irgendwie so richtig witzig. Und ich war so schüchtern und dann Lina aber so, und ja, und was liest du gern? Ich, Bücher. Und wen guckst du noch so gern? Guckst du zum Beispiel gern den und den? Und ich so, nee, der liest nicht das, was ich lese. Also es war irgendwie so witzig und ich schäme mich irgendwie so ein bisschen heute noch dafür. Und Lena hat dann gesagt, ja, warum ich denn nicht irgendwie Instagram oder so machen? Da habe ich gesagt, also Booktube, das traue ich mich nicht. Ich mich da hinsetzen und jeder kann mich sehen. Ne. Ja, und dann habe ich halt einen Instagram-Account eröffnet. Und dann 2019 im Herbst auf der Messe habe ich dann nochmal so gesagt, ja, also irgendwie hätte ich ja schon Bock, das zu machen. Aber ich traue mich nicht und ich bin auch so ein Hasenfuß und ich, nee. Und Lena, bah, das machst du. Ja, dann habe ich mich hier hingesetzt und habe erstmal so ein paar Videos mit meinem Handy gedreht und habe die dann quasi an Freunde geschickt und gesagt, ja und, wie findest du das? Kann man das machen? Kann man es nicht machen?
Und ja, nachdem da eigentlich ja nur so Kritik kam, wie meine Körperhaltung, dass der Fernseher zum Beispiel im Hintergrund lief, habe ich dann gedacht, ja gut, jetzt machst du es einfach mal. Und habe mir dann zu Weihnachten quasi die Kamera gewünscht und habe dann losgelegt. Und deswegen sitze ich jetzt hier. Ja, was machst du in deiner Freizeit? Lesen. Nein, also ich lese wirklich gerne und habe jetzt gedacht, ich gucke auch gerne Serien auf Netflix oder Disney Plus oder so. Also Freunde treffen, logisch. Und ich glaube, mein außergewöhnlichstes Hobby ist Rope Skipping. Ich verlinke euch unten mal in der Infobox den Account auf Instagram dazu, also von unserem Sportteam. Natürlich geht es gerade nicht, weil ja Hallensport und Corona und so. Aber wir springen Seil. Ich erst seit letztes Jahr Ostern. Das hatte den Hintergrund, dass ich quasi im Herbst 2018 das Rauchen aufgehört habe. Und dann irgendwie so ein bisschen den Ausgleich gesucht habe, weil ich ja Angst hatte, ich werde dick. Ich habe das Rauchen aufgehört und jeder wird dick, wenn das Rauchen aufhört. Nein, natürlich nicht, aber. Und meine kleine Schwester macht das quasi schon ewig. Und die Trainerin ist eine frühere Freundin von mir gewesen. Also wir sind früher zur Schule gegangen. Und dann habe ich die gefragt, ob ich denn nicht auch mal kommen könnte und wie das denn so wäre. Und es gibt quasi, ja, ist von Anfänger bis fortgeschritten durchgestuft und ich durfte dann glücklicherweise bei den Fortgeschrittensten anfangen, weil die halt in meinem Alter sind. Und ich bereue es überhaupt nicht, auch wenn ich manchmal heimkomme und zu meinem Freund sage, das war so scheiße, mir tut alles weh, ich kann nicht mehr laufen. Und ich bin so frustriert, weil das und das nicht klappt. Aber ich merke einfach, dass mir es gut tut. Und das Team ist einfach unschlagbar toll. Ja, es ist einfach wie so eine zweite Familie. Und obwohl ich noch nicht so lange dabei bin, fühle ich mich halt einfach eher akzeptiert und es ist einfach schön. Frage 5. Planst du deine Videos? Nee. Also, das Einzige ist, was ich mir überlege, heute drehe ich das, das, das und das Video. Dann suche ich mir die Bücher raus oder suche den Tag raus. Oder wenn es ein Tag ist, wo ich Bücher zeigen muss, dann suche ich natürlich auch die raus. Aber ansonsten setze ich mich halt hier hin mit meinen Büchern, meinem Handy oder mit dem Tablet oder je nachdem, was ich gerade halt brauche und labere euch zu. Wie organisierst du deinen Kanal? Also zum Beispiel mit einem Kalender. Also ich habe einen Kalender, den ich zu einem To-Do-Listen-Kalender umgeswitcht habe. Also ich schreibe quasi an den Tagen rein, was ich gerne erledigen möchte. Und dann habe ich ja mein Reading Book Journal. Ich verlinke euch das mal hier oben, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Da habe ich quasi auch so eine Seite, wo ich Videos, die ich gerne drehen würde, eintrage. Und dann gibt es natürlich so Standardsachen, die halt immer auf dem Plan stehen. Also die ja jede, also die gucke auch ich immer gern bei anderen YouTubern. Das sind halt so Lesemonat, Leseliste, Neuzugänge, Unhauls, Unpackings. Unpackings habe ich tatsächlich noch nie gemacht, weil bisher noch kein großes Paket ankam, wo sich's hätte gelohnt. Ja, aber sowas gucke ich halt gerne und das habe ich auch halt immer auf meinem Zettel. Und dann gucke ich, ob mir Tags gefallen oder so. Und die schreibe ich halt dann auf meine To-Do-Liste. Ist dir der Inhalt oder die Qualität deiner Videos wichtig? Eine bescheidene Frage, muss ich ehrlich sagen, weil ich finde, es funktioniert weder das eine noch das andere alleine gut. Natürlich ist die Qualität dessen, was ich hier von mir gebe, also der Inhalt, wichtig. Aber ich finde es halt auch wichtig, dass ihr mich gut hört, dass die Qualität des Bildes einfach vernünftig ist. Ich finde es nämlich zum Beispiel, oder ich fände es total ärgerlich, wenn ich mich hier hinsetze, habe eine relativ teure Kamera hier stehen. Ihr guckt euch das auf dem Fernseher an, weil ihr denkt, oh naja, ist ja viel chilliger. Und dann seht ihr nur solche Pixel. Das möchte ja keiner. Hingegen, wenn ich mich hier hinsetze, ihr mich super scharf seht und gut versteht und ich aber nur Müll laber, dann guckt sich das auch keiner an. Also ich finde, die Mischung macht's. Man darf bei beidem, denke ich, nicht zu kritisch sein. Wir sind alle nur Menschen. Jeder von uns macht Fehler. Aber so das Gesamtpaket sollte halt einfach stimmen. Also ich kann die Frage nicht klar mit entweder oder entscheiden. Tut mir leid. Schreibt mir aber gerne mal in die Kommentare, was euch wichtiger wäre. Das würde mich irgendwie echt mal interessieren. Hand aufs Herz. Sind dir deine Abos, Likes, Aufrufe wichtig? Natürlich freue ich mich drüber, wenn ich weiß, es gucken Leute und es werden auch immer mehr Leute, die das gucken. Ich denke, das ist bei jedem so und es wäre gelogen zu sagen, nö, ich mache das nur für mich. Nee, mache ich nicht, weil ich gucke mir ja die Videos selber nicht mehr an. Also ich schneide sie und gucke dann nochmal drüber, ob alles passt. Aber ich setze mich ja jetzt nicht
mit meinem Handy hin und gucke nur meine Videos, wäre ja irgendwie auch Gaga. Sondern ich möchte ja jemanden damit erreichen und ich möchte jemand damit eine Freude machen. Das ist ja so das Ziel. Und über Likes, Abos und Aufrufe sieht man dann ja natürlich, dass es Leuten gefällt oder dass es Leute gucken. Und das ist ja das Schöne dran. Und ja, also natürlich gucke ich drauf, aber jetzt nicht, oh, es sind drei mehr, jetzt sind es wieder zwei weniger. Das nicht. Was mich eine ganze Weile lang schon sehr gestört hat, war auf Instagram, jetzt nicht auf YouTube, aber auf Instagram gab es mal eine ganz krasse Phase, da hatte man, wenn man morgens aufgestanden ist und irgendwie so seine Nachrichten gecheckt hat, auf Instagram mal 10 Abonnenten mehr. Und wenn man dann irgendwie im Laufe des Tages nochmal drauf geguckt hat, waren es wieder 8 weniger. Das fand ich dann schon nervig, weil man freut sich ja natürlich drüber, wenn man wächst und dass dann halt so viele auf einmal wieder gehen, ohne augenscheinlichen Grund, ist natürlich schon ärgerlich, weil man steckt ja auch Zeit und Mühe hier rein. Also, und alles andere wäre auch gelogen. Also, wenn sich jemand bei diesem Tag hinsetzt und sagt, nee, ist mir alles egal, ich mache das nur für mich, der lügt für mich. Also für mich ist das dann eine Lüge, weil dann lade ich die Videos ja nicht hoch, dann kann ich die auch nur für mich drehen, dann muss ich sie ja niemandem zeigen. Also vielleicht bin ich auch zu engstirnig, ich weiß es nicht. Welchen Tipp würdest du einem Booktube-Neuling geben? Also wie gesagt, man muss ja nicht so die fette Kamera haben. Ich würde mir vielleicht eine Softbox zulegen und dann würde ich schon mir halt einfach überlegen, was für Videos möchte ich hochladen, wie häufig möchte ich das machen. Und dann ist es halt natürlich, man muss am Ball bleiben. Also dann nur noch ein Video im Monat hochladen. Ich glaube, damit kommt man halt nicht weit vom Fleck weg. Ich gucke immer, dass ich zwei in der Woche hochlade. Wenn es mal nur eins ist, dann ist es halt so. Ich versuche ja auch immer vorzuproduzieren, damit ich halt immer so für mal ein Migränewochenende oder eine stressige Woche oder so einfach was im Petto habe, dass ich dann hochladen kann. Natürlich geht das nicht immer. Und dann ist es halt das Wichtigste, traut euch. Euch tut niemand irgendwas. Es freuen sich alle. Und ich weiß nicht, wie oft Lena damals zu mir gesagt hat, Lisa, du wirst es nicht bereuen. Es wird so viele Leute geben, die zu dir sagen, es ist so toll, dass es dich gibt. Und ich dachte immer, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin interessiert in das. Aber es ist so, Lena hatte recht, wirklich. Macht's, traut euch. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt mir gerne auf Instagram oder eine E-Mail. Ich helfe gerne, wo ich kann. Und das Wichtigste ist, macht, was euch Spaß macht. Und wenn ihr sagt, okay, ich bin ein Harzenfuß, ich traue mich nicht auf YouTube, dann macht so wie ich und fangt erstmal mit einem Instagram-Account an. Ihr müsst da ja nicht gleich euer Gesicht zeigen. Es reichen ja da auch erstmal Bilder von Büchern oder von Filmen oder von was auch immer ihr gerne mögt. Frage 10. Ein random Fact über mich. Ja, da saß ich gerade echt erstmal da und habe gedacht, was soll ich denn über mich erzählen? Ich weiß es immer noch nicht. Keine Ahnung. Vielleicht, dass meine Haare gefärbt sind, dass ich ein Bücherwurm bin, dass ich immer noch, wenn ich nicht einschlafen kann, Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen und Bibi und Tina guck. Sucht's euch aus. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen, wenn ihr in Kommentaren die Fragen beantwortet. Also wie ihr das so seht, wenn die Fragen auf euch zutreffen und ihr sie beantworten könnt. Und ansonsten wünsche ich euch heute noch einen schönen Tag. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.